Hallo, meine lieben Freunde. Es ist Urlaubszeit und du hast deinen Urlaub bereits seit langem geplant. Jetzt steht er vor der Tür. Die Reise kann beginnen. Doch du machst dir Sorgen, ob deine Reise in den Urlaub auch ungestört und gut verläuft? Mach dir darüber keinen Kopf. Das brauchst du nicht. Denn ich sage dir jetzt, warum du dir keine Sorgen machen musst. Rufe einfach deinen Schutzengel und bitte ihn um Hilfe. Doch ist dir überhaupt bewusst, dass du einen Engel an deiner Seite hast? Deinen persönlichen Schutzengel, der immer an deiner Seite ist und dich beschützt? Dass du ihn immer zu jeder Zeit rufen kannst? So rufe und bitte ihn darum, dass du gut und gesund zu deinem Urlaubsziel kommst. Dabei ist es egal, ob du mit dem Auto fahren willst oder mit dem Flugzeug, Schiff oder sonstigem reisen willst. Bitte ihn um eine ruhige und angenehme Fahrt bis zu deinem Urlaubsplatz. Wenn du Angst vor dem Fliegen hast, dann bitte deinen Engel, dass er dir die Angst nimmt. Rufe deinen Engel und bitte um einen ruhigen und entspannten Flug. Bitte deinen Schutzengel darum, dass dein Aufenthalt an deinem Urlaubsziel für dich in allem erholsam wird. Er wartet nur darauf, dass du ihn rufst und er dir Hilfe geben kann. Ich werde immer wieder gefragt, ob der Schutzengel die Bitte auch hört und wie man es merken kann, dass er da ist. Nun, sicher hast du schon einmal das Gefühl gehabt, dass dich jemand anstupst oder dir über dein Haar streichst. Doch es ist weit und breit kein Mensch da, der das hätte tun können. Und darüber hast du dich doch schon bestimmt gewundert. Du hast das sanfte Streicheln über dein Haar gefühlt oder einen leichten Windhauch gespürt. Genau das war dein Schutzengel, der sich bei dir bemerkbar machte. Werde dir der Tatsache bewusst, dass dein Schutzengel immer an deiner Seite ist. Das fällt dir schwer? Lege deine Skepsis einfach mal zur Seite und stell dir deinen Engel in Gedanken vor. Hab Vertrauen. Seine Hilfe steht dir stets zur Verfügung. Du kannst ihn, sollte es nötig sein, in der gesamten Zeit deines Urlaubs ihn rufen und auch bei deiner Rückreise um Beistand bitten, dass du wieder gesund zu Hause ankommst. Denke nicht, dass du alles alleine schaffen kannst. Du kannst und bekommst doch Hilfe von deinem Engel. Er ist immer bereit und wartet nur darauf, dass du ihn um Hilfe bittest. Du glaubst das nicht? Dann denke einmal nach. Hast du nicht schon mal erlebt, dass du nach links gehen sollst? Und du bist aber einfach nach rechts gegangen. Doch in deinem Inneren wusstest du, dass du rechts gehen solltest. Dein Schutzengel hat dir telepathisch suggeriert, dass du in die andere richtige Richtung gehen musst. Meistens ist das der Fall, dass er dich vor einem Unheil schützt. Sei offen und zeige Bereitschaft, den Schutz deines Engels anzunehmen. Du musst eins wissen: Engel geben niemals auf. Ist das nicht großartig? Selbst wenn du aufgibst, Engel tun das nie, sondern sie sind geduldig. Sie machen sich bemerkbar, indem sie dir Zeichen geben. Sie erinnern dich, dass sie dir Schutz geben und du niemals alleine bist. Und sie sprechen unsere Sprache.
Nun wünsche ich euch allen einen wunderschönen Urlaub, den ihr sicher nötig und auch verdient habt. So wie ich heute in der Natur sitze und euch diese Botschaft übermittle. Meine Engel, unsere Engel werden euch begleiten. Ganz herzlichst, eure Deria.